Nach dem Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass radioaktive Strahlung ausgetreten sein könnte. Alle Messwerte bewegten sich im normalen Bereich, teilte das Bundesamt für Strahlenschutz den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Die von der russischen Armee besetzte Anlage wurde während der Gefechte in den vergangenen Tagen beschädigt. Moskau und Kiew geben sich dafür gegenseitig die Schuld. In seiner täglichen Videoansprache warnte der ukrainische Präsident Selenskyj unterdessen vor einer atomaren Katastrophe. Er erinnerte an das Atomunglück von Tschernobyl 1986 und betonte, dass Saporischschja die größte Anlage ihrer Art in Europa sei. Meine Kollegin Xenia Böttcher ist in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Was weiß man über die aktuelle Lage am Atomkraftwerk Saporischschja? Ja, ich möchte noch einmal betonen, dass Selenskyj auch gesagt hat, dass es, dass die Katastrophe von Tschernobyl die Explosion eines einzelnen Reaktors war. Und in dem AKW Saporischschja gibt es 6 Reaktoren. Das heißt, die Gefahr ist unglaublich viel größer. Wie schon gesagt, ist dieses Atomkraftwerk seit März in den Händen der Russen. Es gibt viele Gerüchte darum auch, dass die Russen dort Waffen gelagert haben sollen. Es gab jetzt immer wieder einen Beschuss. Die Anlage wurde in Teilen beschädigt. Es wurde auch mal ein Reaktor abgeschaltet, der dann in der Zwischenzeit wieder hochgefahren wurde. Alle Messungen bislang haben ergeben, nicht nur jetzt die von Deutschland, dass es keine weitere Strahlung oder keine besondere Strahlung hier gegeben haben soll. Die Vereinten Nationen sind allerdings sehr besorgt wegen dieses Atomkraftwerks und auch gerade deswegen, weil es in dieser beschossenen Region liegt. Das heißt, sie dringen eindringlich darauf, dass die internationale Atombehörde eine Expertenkommission schicken soll, die dieses Atomkraftwerk und seine technischen Installationen und seine Funktionsfähigkeit überprüft. Und das tun sie jetzt schon seit einiger Zeit, aber so wie es jetzt heißt, soll es, das ist vielleicht noch nur ein Gerücht, sollen die Russen allerdings einem solchen Besuch zugestimmt haben. Ob es dazu kommt, ist dann wie immer eine andere Frage. Aber halten wir fest, das Atomkraftwerk ist zumindest zum größten Teil weiter in Betrieb und liefert Strom. Warum wird der Meiler nicht abgeschaltet, wenn die Lage dort so gefährlich ist? Ja, also ich bin jetzt nicht die Super-Expertin für Atomkraft, aber von dem, was mir gesagt wurde, kann man ein Atomkraftwerk nicht in Gänze abschalten. Das wäre auch ein großes Sicherheitsproblem insofern. Und man kann es auch nicht punktuell abschalten. Das heißt, hier wird nichts mehr hingeliefert und dort wird was hingeliefert. Das heißt, die Ukraine wird noch von diesem AKW versorgt. Es ist auch immer noch möglich, Strom von dort in den Rest von Europa zu exportieren. Aber was die Russen natürlich besonders interessiert, ist die Versorgung der von ihnen annektierten Halbinsel Krim. Die hatte Stromprobleme und diese Insel wird jetzt versorgt von diesem Atomkraftwerk Saporischschja. Wie stellt sich denn die militärische Lage insgesamt momentan dar? Ja, also im Augenblick wird weiterhin jeden Tag, jede Nacht vor allem größere Städte beschossen, die in unmittelbarer Nähe zur Front liegen. Aber was wir jetzt schon seit Tagen vom britischen Geheimdienst vor allem hören, ist doch, dass die Russen ihre militärischen Kräfte unten im Süden der Ukraine bündeln, rund um die Region Cherson, die sie gerne vollständig einnehmen möchten. Die Stadt ist schon eingenommen, aber nicht die gesamte Region. Wovon man viel auch hört, wovon schon seit über einer Woche oder länger die Rede ist von der ukrainischen Gegenoffensive. Doch da ist die Frage, ob sich das mehr um einen Mythos handelt, ob die Ukrainer momentan überhaupt in der Lage sind, ob sie überhaupt genug Waffen haben, um zu einer Gegenoffensive zu starten. Also man hört viel darüber, aber sehen oder mitbekommen tut man davon noch wenig. Ich habe gestern mit dem Chef des Militärs in der Region Mykolaiv gesprochen. Der war sehr schmallippig, wortkarg, hat vielsagend gelächelt und doch sehr wenig gesagt. Er sagte nur, wir haben schon einige kleine Dörfchen zurückerobert, aber wenn es darum ging, freut ihr euch über die Waffen, auch den Gepard aus Deutschland? Ja klar, freut man sich, aber man braucht mehr Waffen. Wann kommt es zur Gegenoffensive? Dann gibt es nur Schweigen. Damit ist jetzt auch schon erwähnt, wo Sie gestern waren, nämlich in Mykolaiv, nur etwas mehr als 100 Kilometer östlich von Odessa. Und diese Stadt wird ja dem Vernehmen nach von den Russen im Moment besonders stark beschossen. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, wir sind da reingefahren. Die Stadt war relativ leer. Es gab viele Militär-Checkpoints. Und wir sind am Ende angekommen in einem Kinderkrankenhaus, wo wir drehen wollten, auch gedreht haben. Und kaum waren wir da, ging der Luftalarm los. Es war schon der zweite an dem Tag. Die ganzen Familien und kranken Kinder gingen runter in den Luftschutzbunker. Ich habe beobachtet, wie Großeltern ihren Enkeln versuchen, das Ganze so spielerisch nahe zu bringen. So, oh, hier kommt eine Sirene und dann gehen wir wie in einem Spiel, zählen wir die Treppen und gehen runter, so dass die Kinder gar nicht im Idealfall merken, das war ein dreijähriges Kind, dass das hier eine sehr kritische und sehr angespannte Situation ist. Das Kinderkrankenhaus wurde schon einmal von einer Rakete getroffen. Das heißt, die Kinder sollen es im Idealfall nicht bemerken, was passiert. Aber es haben, dass die Nerven blank liegen, das konnten wir sehen. Eine Mutter hat geweint. Und wir haben auch mit 14-jährigen Kindern gesprochen, die sehr genau, leider sehr erschreckend genau erklären können, wie ein Raketeneinschlag sich anhört, wie eine Rakete klingt, wenn sie durch die Luft fliegt. Und die auch berichten, dass sie jetzt Herzprobleme haben seitdem. Und man konnte die Anspannung eben nicht nur von ihnen erzählt bekommen, sondern man konnte sie auch in der Art und Weise, wie sie es erzählt haben, sehen. Sowas nimmt einen auch mit, selbst wenn man als Journalistin schon viel gesehen hat, oder? Ja, natürlich. Das war insgesamt eine Situation, die einen sehr nachdenklich stimmt. Denn die Kinder sind ohnehin das schwächste Glied unserer Gesellschaft. Sie sind besonders schutzbefohlen an uns. Sie sind krank. Die Angriffe passieren in der Nacht. Zu sehen, wie die Kinder darunter leiden, wie Eltern versuchen, dass sie das nicht bemerken, das war schon eine Situation, die einen sehr nachdenklich stimmt. Danke, Xenia Böttcher in Odessa.